Guten Tag und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Diare Eule. Ich bin zurück aus dem Urlaub und ich bin gar nicht braun geworden. Das liegt daran, weil ich das Video vorproduziert habe. Also ich bin zurück, aber ich liege auf der faulen Haut, weil ich ganz viel Arbeit vorher gemacht habe und die ganzen Videos vorher produziert habe. Ich habe heute wieder eine tolle Anleitung und zwar habe ich habe sehr lange ein Konzept geschrieben dafür und zwar habe ich einen Donut-Schal gemacht. Aha. Ja, nein, die Leute, die von euch aufgepasst haben, wissen, dass ich vor kurzem eine Anleitung gemacht habe für ein Cupcake-Kissen und ein Donut-Kissen. Das sollte mein Donutkissen werden. Ich hatte voll den Brainfuck und ich habe es dann gewendet und dachte mir so, fuck, das ist kein Kissen, das ist ein Schal. Aber hey, wir verwussten alles. Also habe ich jetzt einen coolen Donutschal. Das will jeder haben und ich finde es eigentlich ganz witzig. Und deswegen dachte ich, komm, wir machen einen anderen Donutschal. Das ist also hier mein Donutschal. Das heißt, er hat quasi eine coole Glasur. Und Sprinkles. Sprinkles sind super. Vielleicht auch für Kinder oder so. Viel Spaß. Für den Donutschal brauchst du einen hellen Baumwollstoff, Pinsel und Stoffmalfarbe, Stoffmarker, Nähutensilien und eine Nähmaschine. Für den Zuschnitt brauchst du zwei lange Streifen, die etwa 1,50 m x 20 cm groß sind. Wenn dein Stoff nicht lang genug ist, kannst du auch mehrere Teile zu einem Streifen zusammennähen. Schnappe dir jetzt einen der beiden Streifen und lege ihn mit der rechten Seite nach oben auf eine Unterlage. Male jetzt die Glasur auf. Weil meine Farbe recht dickflüssig war, habe ich sie einfach mit Wasser verdünnt. Lasse die Farbe gut trocknen und zeichne dann die Konturen nach. Jetzt kannst du mit Textilmarkern die Streusel aufmalen. Das Ganze solltest du anschließend nach Herstellerangaben deiner Farben bügeln und damit farbfixieren. Jetzt werden die beiden Stoffstreifen rechts auf rechts aufeinander gelegt und ringsrum festgesteckt. Nähe dann die beiden langen Kanten zu. Greife nun einmal durch den Tunnel und halte das hintere Ende fest. Ziehe es durch den Schlauch, bis es vorne bündig anliegt. Stecke dir diese Kreisöffnung nun wieder ringsrum fest. Nähe einmal um den Kreis und lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Wende jetzt den Schlauch durch die Öffnung. Tada, das ist der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich kein Kissen, sondern einen Schal genäht habe. Hier musst du jetzt nur noch die Wendeöffnung schließen und schon bist du fertig. So und so, das ähnlich sieht dann euer Donutschal aus oder euer Kissen, wenn es ein Schal geworden ist, wenn ihr fertig seid. Ich finde es super witzig. Es ist noch nicht so oft passiert, aber es passiert manchmal bei den Projekten, dass man erst weiß, wenn es fertig ist, was es eigentlich ist. Und ich dachte, es wäre ein Kissen, aber nein, es war ein Schal. Konnte ich nicht vorher wissen. Ich habe dem Projekt gegenüber so viel Respekt, dass ich es euch trotzdem zeigen möchte. Es hat seinen eigenen Kopf gehabt und jetzt haben wir einen Donutschal. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß, auch in der Zeit, wo ich nicht da war. Es war bestimmt ein schöner Urlaub. Ich habe ja retroperspektiv gedreht, also keine Ahnung. Aber ihr habt bestimmt was auf Instagram gesehen. Und ja, dann kommt jetzt bestimmt bald mal wieder ein Video, wo ich dann schön braun gebrannt bin. Ich kann es kaum erwarten. Bis ganz bald. Ahoi. Tschüss.